Ich habe die wunderbare Steffi Wilms mir gegenüber. Jetzt hört man den Esel. Das ist ja ein schöner Start in einen Podcast und in ein Video. ja, die Sissi stimmt zu. Also, Steffi Wilms sitzt mir hier im Video und im Podcast gegenüber. Und wir haben eine ganz lustige Geschichte, wie wir uns vor ein paar Tagen wirklich direkt connected haben. Ich habe einen Post von dir gelesen, liebe Steffi, auf Instagram, wo ich mir dachte, geile Scheiße, da habe ich Lust drauf zu reagieren. Da ist als Generator mein Sakral angegangen und hat gemerkt, da ist irgendwie Ladung drin in dem Thema und ich habe da Lust drüber zu reden. Ich kenne dich aber über eine Freundin von mir, die mir deine Bücher gezeigt hat. Und du bist Co-Autorin, Autorin, Co-Autorin von, ich nehme an, 5 Kinderbüchern. Es gibt Richtig. ja 5 Typen Human Design und du hast über jeden Typen ein Buch geschrieben, für Kinder, für Eltern. Und du bist auch eine Generatorin, du bist das sogenannte 4-6-Profil und hast eine aus meiner Perspektive große Plattform, hast einen Mitgliederbereich, bietest verschiedene Programme an. Ich weiß nicht, ob du 1-zu-1-Coachings machst. Du bist auf jeden Fall tief im Human Design, hast es für dich und auch für deine Familie, glaube ich, als wahnsinnig gute Hilfe, Unterstützung erkannt. Und können wir gerne in die Themen reingehen. Wir hatten allerdings einen großen Aufhänger, ein großes Thema heute für den Podcast und für das Video und vielleicht werden ja auch dann mehrere draus. Und zwar hast du dich ganz transparent, nackt und auch verletzlich gezeigt auf Instagram, was das Thema Hochpreis-Coachings, das ist meine Methode X und die musst du so anwenden, kommen die Y-Schwingung und mach genau das und du wirst zum Millionär, du wirst erfolgreich, du wirst der Durchstarter. Was das mit Human Design und mit dem Willenskraftzentrum, dem Ego und dem Identitätszentrum, dem Selbst zu tun hat. Und ich bin da sofort angesprungen. Du hast da 3 Posts gemacht, die, glaube ich, durch die Decke sind. Und bevor wir da jetzt drauf eingehen, mag ich dir einfach kurz den Raum geben und mag dich willkommen heißen und stell dich einfach kurz vor. Sag Hallo. Ja, danke schön. Danke, dass ich hier sein darf. Ich wackel hier schon die ganze Zeit wie so ein Wackeldackel nebenher, ne? Typisch Sakral in meinen Reaktionen. Also ja, danke, dass du mich eingeladen hast. Schön, wie wir uns kennengelernt haben. Ich finde, die Energie fließt auch so angenehm zwischen uns, obwohl wir uns ja wirklich noch gar nie live gesehen haben. Jetzt heute das erste Mal und auch auf Instagram ja nur eigentlich 5 Sätze miteinander gewechselt haben und irgendwie hat es gematcht. Und dann sind wir direkt hier zusammengekommen, von Sakral zu Sakral, finde ich immer wieder sehr cool, solche Begegnungen. Ich bin ja eine 4-6, ja, Viererlinie, liebt Begegnungen in der Tiefe und vor allem eben auch auf Herzebene, auf Seelenebene. Auch die Sechser suchen ja immer so ihre Seelengefährten. Und wenn wir sie finden, dann können wir auch immer sehr tief in den Austausch gehen. Deswegen bin ich sehr gespannt, was wir hier heute alles so, ja, hervorkramen werden. Und ja, wie du schon gesagt hast, ich bin selber Human Design Teacher. Ich nenne mich tatsächlich oft bewusst nicht Coach, nicht weil ich was gegen Coach habe, aber einfach weil ich coache nicht. Ich zeige nicht jemandem, wie ich es gemacht habe, sondern tatsächlich mir ist wichtig, den Menschen beizubringen, wer sie selbst sind. Und dementsprechend teache ich eben das Human Design. Und welche Kraft da drin steckt, eben diese Individualität auch wieder zu entdecken. Und ich komme eben aus dem Bereich Kinder. Ich bin selber gelernte Erzieherin und Heilpädagogin und dadurch immer schon irgendwie mit Kindern verbunden und arbeite zwar nicht mehr in diesem Beruf, weil ich eben genau dieses System und dieses alle Kinder müssen sich gleich entwickeln, überhaupt nie verstanden habe und mich da immer sehr schwer mitgetan habe. Und bin dann irgendwann ausgestiegen und bin aber bei Human Design dann im Prinzip wieder auf anderer Ebene eingestiegen. Und ja, mache das Ganze eben auch für Pädagogen und für Eltern zugänglich, aber auch grundsätzlich lehre ich einfach Human Design auf meine Art und Weise, haben wir gerade auch schon drüber gesprochen. Man kann Human Design auch immer nur aus seiner Perspektive wieder weitergeben. Deswegen gibt es da auch so viele Ansichten und so viele Meinungen und so viel Informationen drüber. Und deswegen sollte man auch mal ganz genau hinhören, mit wem man in Resonanz geht und bei wem man lernen möchte, damit man die, sag mal, das findet, was für einen selbst auch korrekt ist. Deswegen sage ich immer, ich bin nicht Lehrer für jeden, so wie eben auch nicht jeder Coach für jeden da draußen ein guter Coach ist.
Wir dürfen lernen, unsere Autorität wieder zu hören, unserer Strategie zu vertrauen, um eben die richtigen Menschen zu finden. Also ich habe nicht per se was gegen das Hochpreis-Coaching. Ich habe was dagegen, dass es halt so gehypt wird und dass eben so viele Menschen sich dann da drin verlieren in einem, meiner Meinung nach, auch wieder System, was erschaffen wurde in dieser spirituellen Welt, in einem Glaubenskonstrukt, wo sie sich selbst irgendwie nicht wiederfinden. Und ich glaube, das ist das Human Design einfach eins der Tools. Ja, ist nicht das einzige, es ist nicht der heilige Gral, aber es ist eins der Tools, was dir einen Zugang dazu gibt, irgendwie wieder auszusteigen, auch aus dieser spirituellen Bubble und so ein Stück weit wieder zurückzukommen zu dir und zu schauen, hey, wer passt zu mir und mit mir und von wem will ich lernen? Genau. Ja, ich danke dir. Eine Plattform hier. Ja, ja, also ne, ich freue mich dann auch immer, wenn ich jemanden gegenüber habe, wo ich nichts in Anführungszeichen unbedingt erklären muss, was Human Design betrifft, sondern wo wir direkt reingehen können. Ja. Und gleichzeitig gibt es vermutlich Zuschauer bei dir auf dem YouTube-Kanal, also du wirst es eventuell auf den YouTube-Kanal stellen. Ja. Und Zuhörer bei mir im Publikum, die ganz neu sind oder die das ein-, zweimal gehört haben, die wissen, ich bin ein Projektor, aber die nicht unbedingt jetzt all die Tore, die Zentren, Konditionierungen irgendwie schon kennen. Deshalb versuchen wir einfach oder lass uns versuchen, dass wir auch diese Brücke schlagen können zu Neulingen oder Einsteigern. Ja. Wir haben ganz speziell zwei sogenannte Zentren, also Energiezentren oder einfach die Zentren, die für ein Thema, für eine Kraft, für ein Potenzial im Körper stehen oder im Energiesystem. Die haben wir im Blick heute. Und ich mag mal deinen ersten Post zitieren. Ich finde nämlich den Titel so krass genial, den du gewählt hast. Also der erste ist Coaching oder, also beziehungsweise 10.000 Euro für ein Wochenende. Ist das noch Coaching oder Prostitution? fand ich mega. Allerdings der erste Post, der mir entgegenkam, war: unter fünfstellig im Monat ist nur ein Hobby. Mhm. Money Mindset oder Fake? Fragezeichen. Und dann dachte ich mir so, Moment mal, die Energie, die ich von dir spüre und den Post, das sind zwei unterschiedliche Sachen. Und dann ging so bei mir so der Sensor an. So, ich mag da mal hinspüren, ich mag da mal lesen. Ich mag mal gucken, was die Steffi da geschrieben hat. Und dann habe ich den anderen Post, den ersten Teil gelesen und danach den dritten, der da lautet: Was hat es mit dir zu tun? Wie willst du es haben? Ermächtigung oder Manipulation? Magst du mal ganz kurz erzählen, was da der Auslöser war, dass du in diese Themen rein bist? Ich würde sagen Social Media. Social Media und die große spirituelle Coaching-Bubble, in der ich selber ja auch unterwegs bin. Ja, das ist also, auch wir sind ja dort unterwegs, sonst würden wir das ja auch nicht sehen. Ja. Wir sehen ja auch nur, was in unserem Feld ist. Ich komme selber eben auch aus dem Coaching-Bereich, bevor ich Human Design kennengelernt habe. Deswegen sage ich immer, ich darf schon auch aus Erfahrung sprechen. Ich bin selber in solche Coachings gerutscht, habe viel, viel Geld gelassen, über 30.000 Euro in einem einzigen Coaching. Und dann hier mal wieder 5 und da mal wieder 3, weil ich geglaubt habe, wenn ich viel in mich investiere, so wird es dir verkauft, dann kommt ja auch viel zurückgeflossen. Also habe ich alles, was ich irgendwie verdient habe, direkt wieder zurückgeschoben in andere Coaches. So funktioniert meiner Meinung nach auch das System. Damals habe ich es noch nicht verstanden. Heute mit Human Design haben wir einen Blick da drauf und habe dann auch versucht, selbst hochpreisig zu verkaufen, was mir total schwer gefallen ist. Ich habe halt ein undefiniertes Ego. Wenn wir gleich noch darüber sprechen, was es bedeutet, eben im definierten oder im undefinierten Ego in diese Bubble reinzurutschen und da auch auf die Art und Weise zu verkaufen. Also habe damals festgestellt, so, ich tue mich total schwer und habe dann irgendwie nach einem Grund gesucht, was ist das Problem? Und bin dann auf Human Design gestoßen und sehe heute diese spirituelle Bubble, diese Coaching-Bubble halt mit anderen Augen aufgrund der Informationen, die ich aus meinem Design habe oder auch aus anderen Designs habe. Weil lustigerweise, da ich ja eben schon vorher in der Coaching-Szene unterwegs war, kenne ich ganz viele Coaches auch privat und kenne ihr Design und weiß, dass ganz viele von diesen Hochpreis-Coaches ein definiertes Herz haben. Absolut. Und das finde ich immer wieder so spannend. Also ich gehe da auch immer wieder in die Rückfrage, nicht weil ich irgendwen an den Pranger stellen möchte. Ich möchte auch nicht, dass wir heute über irgendwelche Namen sprechen, sondern einfach nur, ich habe auch mich schon mit ganz vielen Menschen ausgetauscht, die eben in diesen Coachings auch waren, von Coaches, wo ich weiß, wie das Design aussieht, um einfach ein Gefühl dafür zu kriegen,
was passiert da eigentlich im Hintergrund, was passiert da auf energetischer Ebene. Und ja, habe eigentlich immer mal wieder, also das war jetzt nicht die ersten drei Posts, ich habe da schon öfter drüber geschrieben und habe da auch schon öfter drüber gesprochen, weil ich einfach für mich so ein bisschen, ja, Sechserlinie, ein bisschen Pionierarbeit hier mache, von ich möchte gerne aufklären, ich möchte gerne ein bisschen Bewusstsein schaffen, ein bisschen Achtsamkeit schaffen. Es ist nicht per se schlecht, hochpreisig zu verkaufen, aber es ist nicht für jeden das Richtige. Und ich fordere hier tatsächlich einfach ein Stück weit Bewusstsein auch von denen, die es tun, also von den Hochpreiscoaches, dass sie eben nicht da draußen stehen und sagen, hey, wenn ich es geschafft habe, dann schaffst du es auch. Ich weiß nicht. Und in den letzten Jahren, nachdem das ja so geboomt ist, dieses Geschäft, sehe ich halt einfach so viele, die daran zerbrochen sind. Also ich sage immer, diese undefinierten Herzen, die es versucht haben und dann im Prinzip sich das Herz haben brechen lassen und wirklich auch teilweise in Schuldenfallen jetzt stecken, weil sie eben irgendwelche Hochpreiscoaches noch abbezahlen müssen. Und das erschreckt mich einfach sehr. Und das Problem ist aber, die wenigsten trauen sich darüber zu sprechen, weil auch das dann wieder mit totaler Schuld und Scham, also hier würde ich gerne den Solarplexus noch mit reinholen, es ist ja dann ganz schuld- und schambehaftetes Thema, weil dir wird ja von außen, von oben suggeriert, du wolltest es noch nicht genug, du bist noch nicht in der richtigen Frequenz, du hast es noch nicht ausgestrahlt, du hast nicht genug visualisiert, du hast nicht genug empfangen. Genau. Also selber schuld, in Anführungsstrichen, so wird es nicht gesagt, aber ne, das ist das, was ankommt in meinem System, also selber schuld, versteck dich lieber und erzähl keinem, dass es bei dir nicht funktioniert hat. Das heißt, wir sehen da draußen immer nur die Erfolge von denen, die es schaffen. Wir sehen aber nicht diese vielen, vielen, und es sind wirklich viel mehr als die, die es schaffen, vielen, vielen Menschen, die daran zerbrechen tatsächlich. Ob jetzt finanziell oder auch, ich stelle fest, es macht auch bei ganz vielen Menschen emotional etwas, das löst, kann Traumata auslösen, solche Begegnungen auf dieser Ebene von, du musst es nur wirklich wollen und wenn du es nicht genug willst, dann bist du noch nicht bereit. Also so einfach ist es eben nicht, weil eben jeder anders ist und für die einen ist es so einfach, ich sehe das an, mein Sohn hat ein definiertes Herz, der will was, alles klar, kriegt er. Läuft. Ja, er macht sich auch keine Sorgen. Geld ist schon da, wenn ich es brauche. Alles klar, super. So. Aber als Undefinierte weiß ich halt einfach auch, wie es anders ist. Und da ein Gefühl für zu kriegen und wieder ein bisschen Bewusstsein zu schaffen, ein bisschen Achtsamkeit zu schaffen. Ich polarisiere da immer sehr. Mir geht es aber gar nicht darum, zu bewerten und zu verurteilen, sondern tatsächlich einfach ein Stück weit diese Blase, die wir uns ja selbst erschaffen haben, also im letzten Post habe ich auch darüber gesprochen, wir können jetzt nicht den High-Price-Coaches den Stempel aufdrücken und sagen, ihr seid schuld und wir verbrennen euch jetzt alle, sondern wir haben es ja unterstützt. Wir sind ja alle losgelaufen oder laufen immer noch hinterher, weil wir glauben, dass wir etwas wollen, was uns gar nicht entspricht. Und dementsprechend funktioniert ja erst diese Blase und das ist eigentlich so mein Ziel, da ein Stück weit Bewusstsein zu schaffen, damit wir achtsamer damit umgehen können, auf beiden Seiten. Ja. Ja, ich feiere dich so für deine, für die, ich sag mal, auch für den etwas distanzierten oder einfach für die Beobachterperspektive, die du einnimmst. Ja. Ich stelle mir vor, auch so deine Sechserlinie, die da mitwirkt, genau, dass du einfach einen großen Raum auch aufmachst. Und ich habe eine nahezu identische Erfahrung wie du, auch, dass ich, also ich bin im Ego nicht definiert oder undefiniert, ich bin im Selbst undefiniert. Ganz viele kommen immer zu mir und sagen, ich dachte, du hättest ein definiertes Ego oder definiertes Selbst. Und dann muss ich immer sagen, nee. Und irgendwann erkennen sie dann auch so, ne, wenn Verwandlungen und Sachen einfach dann passieren. Aber was ich sagen möchte, auch bei mir war das so, okay, wenn ich genug Willenskraft reinstecke, wenn ich genug Power da reinstecke, dann ich gebe die, mir ging es auch so wie dir, fünfstellige Summen ausgegeben. Ich will es gar nicht alles nachzählen, weil sonst wird es mir, glaube ich, schlecht. Habe ich auch schon gesagt. Ja. Ich will es gar nicht so genau wissen. Was ich ausgegeben habe für genau dieses Thema. Ne? Und es ist alles Teil meines Weges. Ich bereue nichts. Es sind Erfahrungen, die ich gemacht habe, die mich eben dahin geführt haben, wo ich jetzt bin. Und ich stelle mir vor, das geht den anderen auch so. Und gleichzeitig sind mir auch schon Menschen begegnet. Also teilweise, ich habe es in der Sprachnachricht, glaube ich, gesagt, kam ich mir vor wie so ein Auffangbecken. Da gab es so eine Phase in meinem Coaching, wo Menschen zu mir kamen, die teilweise sechsstellig in Coaching investiert haben. Und da wirklich auch vor dem privaten Bankrott standen, ne?
Und dann wird es natürlich richtig übel. Und wenn dann das Gegenüber sagt, nee, du musst einfach nur da richtig die Zähne zusammenbeißen und durch, ne? Und ich einfach energetisch spüre, das wird nicht funktionieren. Keine Chance, der Mensch kann da dran zerbrechen, ne? Dann ging auch so ein Instinkt oder so ein Wunsch in mir an, da darf einfach Klarheit her, ne? Ich muss jetzt keinen retten, da ist jeder selbstverantwortlich. Das habe ich hinter mir, das habe ich früher gedacht, dass ich es machen muss. den Retter spielen, wo auch immer das herkam. Und gleichzeitig macht es einfach irgendwie auch Freude und Sinn, diese Klarheit da, diese Transparenz ins Feld zu bringen. Und wir reden über ganz speziell diese zwei Zentren. Und ich mag dich, wir können es gerne natürlich im Ping-Pong, im Austausch machen, welche Zentren das denn genau sind und für was die stehen. Ne? Und wenn du magst, kannst du über dein offenes Ego sprechen. Ich erzähle ein bisschen von meinem offenen Identitätszentrum, weil wir dann, glaube ich, beide eben mit offenem Zentren was erzählen können. Und wenn es okay ist, fang einfach mal mit dem Ego gerne an. Was ist da alles drin? Was steht es? Was heißt es, wenn es offen ist? Oder undefiniert, ne? Ist ja auch ein Unterschied. Genau, undefiniert und offen ist dann nochmal ein Unterschied, wobei ich sage, wir fassen das heute mal zusammen grundsätzlich. Ja. Ne? Also wenn es weiß ist, dieses Zentrum in deinem Design, dann bedeutet das, dass du halt ein undefiniertes, offenes Ego hast. Und dieses undefinierte Ego da ist halt einfach, also das Ego steht grundsätzlich für Willensstärke, für Selbstbewusstsein, ne? Also für den Selbstwert ja auch, so welchen Wert habe ich für mich, aber auch in der materiellen Welt. Auch das liegt hier zugrunde, Egozentrum, Materialismus, also alles, was materielle Ressourcen darstellt. Und zwar jetzt immer ganz vorsichtig, wir kennen ja so diesen Ego-Begriff aus der spirituellen Welt. Im Human Design hat es, also das trenne ich immer gerne, es hat nichts mit diesem Ego, was wir aus der spirituellen Welt immer wieder haben, zu tun. Das Ego ist dazu da, um Ressourcen zu erschaffen und sie zu verteilen. Grundsätzlich erstmal eine geile Energie. Wir brauchen die definierten Egos, um überhaupt Ressourcen erschaffen zu können. Ja, also völlig fein. Wichtig aber zu wissen, wir haben eben nur, und also auch da, ich weiß nicht, prozentual, man liest immer überall was anderes. Also in den aktuellsten Schriften von Ra steht 35% undefinierte Herzen und 35% definierte und 65% undefiniert. Das heißt, wir haben viel mehr undefinierte Egos als definierte Egos. Und das definierte Ego ist dazu da, um diszipliniert zu sein, um dran zu bleiben, um Willensstärke zu beweisen, um die Ziele, die es sich setzt, wirklich zu erreichen. Das ist ein Motorzentrum, da ist eine Kraft dahinter, die ist immens. Also wenn ich mit definierten Herzen zusammen bin, wie meinem Sohn, oder eben auch mit in Coachings gesteckt habe. Ich bin auch immer bei definierten Herzen gelandet. Das war so lustig. Man geht ja auch dahin, ne? Man sucht ja immer das, was einem fehlt sozusagen. Das heißt, wir rutschen energetisch ganz oft auch in die Coachings, wo die Menschen sind, die das haben, was wir nicht haben. Das heißt, ich war auch ganz oft bei definierten Herzen in Coachings. Und das in dem Moment, wo du mit diesen Menschen zusammenkommst, ist das halt wie so eine innere, also stellt euch vor, Tony Robbins, jetzt, Chaka, wir schaffen das und los geht's. Da steht ein definiertes Herz auf der Bühne und macht, rastet aus und 1500 Menschen jubeln und schreien, weil sie die Energie dieses definierten Herzens in sich spüren und es halt in dem Moment für sie auch so ist, als könnten sie alles schaffen. Ja. Alles, genau. Weil diese Energie so da ist. Also ihr merkt auch, da ist eine Euphorie dahinter, da ist eine Power dahinter. Und dann gehst du aus dem Raum raus, gehst aus dem Coaching raus, trennst dich energetisch von diesem Menschen und fällst so in dich zusammen. Das war so meine Erfahrung. Auf einmal war es so, okay, aber will ich das jetzt wirklich noch? Ist das echt mein Weg? Schaffe ich das? Also dann kam ganz viel Selbstzweifel. Das ist die Thematik in einem undefinierten Herzen. Selbstzweifel. Zweifel am eigenen Wert, Zweifel am eigenen Weg. Also da immer ganz viel diese Thematik. Und was für mich so erleichternd war tatsächlich als undefiniertes Herz, dieser Satz, ein undefiniertes Herz wird niemals einen konstanten Selbstwert in sich fühlen. Lass los davon. Lass los davon, danach zu suchen, was du wert bist. Und lass vor allem los davon, es über materielle und finanzielle Dinge versuchen zu kompensieren. Ja, das ist ja das, was wir dann schnell machen. Wir versuchen, unseren Wert im Außen zu finden,
indem wir halt versuchen, fünfstellig zu verdienen, einen Porsche zu fahren, großes Haus, dicker Pool, was auch immer, mein Haus, mein Auto und so. Das ist so diese Nicht-Selbst-Thematik dann in diesem undefinierten Herzen. Ich muss mich irgendwie beweisen, ich muss meinen Wert irgendwie beweisen, also versuche ich es im Außen darzustellen. Das macht uns aber innerlich, strengt es so an, weil wir diese Motorkraft ja nicht haben aus uns heraus. Es ist so anstrengend, dass du halt irgendwann, also meine Erfahrung, ich bin irgendwann erschöpft zusammengebrochen und wusste gar nicht mehr, was ich wert bin. Also dann wirklich so Momente des völligen, ich bin es nicht wert zu leben. Ja, also ich hatte jetzt keine Gedanken von, ich will nicht mehr leben, aber es war wirklich so Momente von, bin ich es wirklich wert? Ist das mein Weg? Will ich überhaupt Coach sein? Bin ich in dieser, also Momente, wo ich gedacht habe, ich will wieder zurück in mein altes Leben. Ich will kein Bewusstsein mehr. Lasst mich alle in Ruhe. Also solche Momente, weil ich so, so sehr an mir gezweifelt habe, weil ich immer, wenn ich aus dieser Energie von definierten Herzen wieder rausgerutscht bin, dann so in so ein großes Loch gefallen bin. Und das ist, glaube ich, die Thematik. Wir können es für einen Moment halten in dieser Offenheit, aber irgendwann wird es entweder zu viel oder wir treten halt aus und es ist auf einmal weg. Es ist so von absoluter Fülle zu völliger Leere. Wobei ich Fülle und Leere nicht bewerten möchte. Aber es ist halt ein Zustand von da oben zu hier runter und zwar innerhalb von Sekunden. Und das, also ich sage immer, das tut weh. Das ist wie, als wenn dein Herz bricht. Ja. Das ist mein Gefühl. Also wie empfindest du es mit deinem undefinierten Herzen? Ja, also für mich ist das auch fast schon so. Ich mag das mit einem, also wenn es Phasen in meinem Leben gab, wo ich ganz viel Kaffee getrunken habe oder auch gemerkt habe, ich konsumiere gerade viel Zucker, ne, dann war das tatsächlich wie, ich musste da dranbleiben, um ein Level zu halten. Und wenn ich dann da das mal ein paar Tage nicht gemacht habe oder eine Woche, dann habe ich gemerkt, boah, jetzt wird es ungemütlich in meinem System. Und tatsächlich, ich mag das wirklich mit dieser Energie vergleichen, habe ich für mich festgestellt, ich muss in diesen Coaching-Räumen bleiben, ich muss im Kontakt mit dem Menschen bleiben und es ist ja energetisch ganz leicht ablesbar für dich und mich, dass das die wirkende Kraft auf der anderen Seite natürlich meine offene, wahrnehmende Kraft bedient und wenn ich da rausgehe, ist die Kraft weg. Also ist mein, Anführungszeichen, ich übertreibe es jetzt, aber vielleicht auch nicht, mein Stoff ist weg. Ne? Ja. Und ich habe einen Sugar-Crash oder was weiß ich, ein Willenskraft-Crash, ein Disziplin-Crash. Ne? Und ich habe genau die gleiche Erfahrung. Und auch die Beobachtung, ne, dass große Räume von Coaches gehalten werden und Menschen da total abgehen, durch die Decke gehen. In dem Moment, wo das Programm zugemacht wird, wo der Raum zugemacht wird, wo sie das Coaching beenden, sacken sie in sich zusammen. Ja. Und dann das größte Problem, das ich beobachte, oder die größte Herausforderung ist diese Selbstzweifel. Ne? Scheiße, ich bin's nicht wert. Dann verkriechen sie sich, ziehen sie zurück, denken, sie schaffen das nicht, sie sind es nicht wert. Und ging mir genauso. Also ich hatte genau die gleiche Erfahrung, ein paar Mal sogar, bis ich das geschnallt habe. Dank Human Design. Moment mal, das bin gar nicht ich, das ist gar nicht meins. Ja. Und ja, das ist ein bisschen wie Drogenjunkie auf der Suche nach dem nächsten Schuss, ne? Ja, ja. Ja. gib mir mein Power zurück, ne? Also ja. Diese Willpower, das ist so, es ist eine schöne Energie. Ich liebe die. Ich bin auch wirklich gerne drin. Und es ist jetzt auch nicht, ich finde immer dann, die Gefahr ist ja dann sehr hoch, dass man dann so in diesen Widerstand geht und sagt so, dann gehe ich lieber nicht mehr mit definierten Herzen zusammen. Ja. Ich gehe heute immer noch in Räume, also ich war tatsächlich sehr lange nicht mehr in Coachings, in klassischen, aber ich gehe gerne so in Workshops oder in so Teachings rein, wo ich einfach noch ein bisschen was lernen darf, weil ich weiß, meinen Weg, den kann nur ich finden, ich brauche dafür niemanden, der mir sagt, wo ich lang gehen muss, deswegen wähle ich mittlerweile bewusst und anders, aber ich gehe immer noch in Räume, wo definierte Herzen sind oder ich habe auch Menschen um mich herum in meinem Bekanntenkreis, die definierte Herzen haben und aber ich mache es halt heute sehr bewusst. Ich weiß darum und ich weiß, was mit mir passiert und ich genieße das in dem Moment. Für mich ist es mittlerweile wie so ein so, oh, ich gönne mir jetzt mal ein Stück Kuchen, aber es ist dann auch okay, ich muss jetzt nicht jeden Tag ein Stück Kuchen essen. So, also ich wähle bewusster und ich weiß darum, was mit mir passiert. Das macht den Unterschied. Ich finde, das ist ja auch das, was Human Design macht. Also es ist ja kein Tool, was dich jetzt energetisch irgendwie befreit, sondern es schafft ja nur Bewusstsein für deine eigene Energie und dadurch kannst du anders auf andere Menschen zugehen oder auch anders andere Menschen verstehen, dich selbst verstehen, ein Gefühl dafür bekommen, was passiert, wenn ihr zusammenkommt. Ja, also da entstehen ja wieder ganz neue Energien. Und ich glaube, das macht ja so auf. Und ich darf
darf ich kurz erzählen, ich hatte über 3 Monate von, ich glaube, Dezember bis Februar war im Mondknoten Tor, ich weiß nicht mehr, es war auf jeden Fall ein Tor, was mir einen Kanal geschlossen hat, sodass ich 3 Monate ein definiertes Herz im Transit hatte. Und das habe ich so wahrgenommen. Also ja, es ist nicht nur, wenn Menschen zusammenkommen, können wir eben was wahrnehmen, sondern auch, wenn die Planeten sich bewegen, dann wird uns auch immer mal wieder was zur Verfügung gestellt, was wir sonst vielleicht nicht haben. Und ich hatte 3 Monate ein definiertes Herz, weil mir ein Kanal geschlossen wurde. Und es war so witzig, in dieser Zeit war ich zum Beispiel so klar mit meinen Preisen. Hm. Ich wusste so ganz genau, was ich haben möchte für das, was ich zu geben habe. Es war so, hey, also das ist das wert und das bin ich wert und das ist dieser Raum wert und das ist dieser Workshop wert. Es war so eine Klarheit da. Das habe ich nicht hinterfragt. Und ich sage euch, das ist sonst nicht so. Ich finde ja gerade undefiniert, wir strugglen ja immer so mit unseren Preisen, wenn wir es verkaufen wollen. Ne? So, heute ist es so auf 50 Euro und morgen so, was, das ist viel mehr wert, das geht nicht, kann ich für das Geld verkaufen. Und wir sind nie sicher, wir sind nie sicher mit dem Preis, den wir drauflegen. Hm. Und wir müssen uns einfach irgendwann entscheiden und damit fein sein. Hm. Aber dieses 3 Monate definierte Herz war so, wow, geil, was für eine geile Energie. Ich bin einfach safe. Hm. Ich bin sicher in meinem Wert. Ja. Und das über 3 Monate, das war schon cool. Gleichzeitig aber auch wieder Bewusstsein, vorsichtig zu sein in diesen 3 Monaten, jetzt nicht drüber zu hauen, weil ich weiß, das ist nicht meine Energie. Die ist nur geliehen. Ja. Die ist nur geborgt. Die muss ich, darf ich irgendwann wieder abgeben, weil ich brauche sie nicht in meinem Leben. Ja, wir kriegen ja immer das, was wir brauchen. Genau. Das ist alles fein in deinem Design, so wie du bist. Es ist nichts falsch, ob offen oder geschlossen. Und diese Momente zwar mitzunehmen, zu genießen, aber achtsam damit zu sein, weil wir sonst eben schnell auch abdriften. Mhm. Also ich hätte in den 3 Monaten, wenn ich es unbewusst genommen hätte, auch anfangen können, wieder völlig overloaded da draußen was zu präsentieren, was ich in dem Moment zwar fühlen kann, aber nicht auf Dauer halten kann. Mhm. Ich mag das auch noch auf eine andere Ebene nehmen, und zwar zum Beispiel die der Partnerschaft oder der Freundschaft. Mhm. Und außer von 1 oder 2 habe ich immer wieder geschaut bei Ex-Partnerinnen oder in Partnerschaften, dass ich die Charts natürlich auch habe. Ne? Und in manchen war auch beim Gegenüber ein starkes Interesse Human Design. Insofern war das immer spannend. Ich denke aber gerade speziell an Freundschaften. Ich erinnere mich während dem Studium so ein paar enge Freunde, die immer ultra klar waren. So, ich mache jetzt das und boom, hat es funktioniert auch. Ne? Wenn wir dann irgendwie Anfang 20 die Frauen daten waren oder auf Partys, und ich dachte mir immer, was ist denn da los? Ne? Da wusste ich ja von Human Design noch gar nichts. Also das ist jetzt fast 20 Jahre her. Und das war so krass. Und tatsächlich, einer meiner engsten Freunde war letztes Jahr auch hier mich besuchen. Und könnte sein, dass er eines Tages einen Podcast hört. Ne? Ich schätze ihn total. Aber er ist Projektor und er hat ein definiertes Ego. Und es ist so, er hat eine Idee oder er setzt sich was im Kopf und boom, und es läuft. Ne? Und ich habe mir lange Zeit überlegt, was ist das für eine Kraft? Ne? Ich komme da gar nicht mit. Und das Spannende ist aber auch, ne, er ist dann so, komm in die Gruppe, wir machen das jetzt. Ne? Und seine Kraft zieht da nahezu alles. Und auch die keinen Bock drauf haben, die ziehen dann mit. Genau. Und dann ist halt manchmal ein bisschen komisch, wenn die realisieren, das war jetzt gar nicht meins eigentlich. Ja. Und also einfach auch da Bewusstsein zu schaffen, das ist jetzt nicht unbedingt meins, ich habe da irgendwie in mir ein Nein, ne, da sind wir wieder bei Strategie und Autorität, habe ich meine Ja's, meine Neins klar in mir, spüre ich mich oder auch diese Bewusstheit, ich bin nicht definiert oder offen in meinem Ego-Zentrum, in meinem Herzen, ich darf darauf achten, dass das vielleicht gar nicht mein Wille jetzt ist, das so zu machen. Ne? Und ich fand super, dass du gesagt hast, diese Wertigkeit, ne? Also gerade an materiellen, finanziellen Dingen sich immer festzumachen, boah, ich wurde so erzogen und ich weiß nicht genau die Uhrzeit, aber mein Vater hat, glaube ich, nahezu alles definiert, manifestierender Generator und da hat er auch ordentlich was gewirkt. Ne? Mhm. Und auch hier geht es nicht um falsch oder richtig, sondern einfach Bewusstheit, ne? Und Bewusstsein darüber, was da jetzt meins, was da nicht meins. Ich mag zum zweiten Zentrum gehen, zum Identitätszentrum. Ich würde gerne noch einen Satz zum definierten Herz oder einen Satz kann ich, ne? Aber füg so viel hinzu, wie du willst. Wir haben Zeit. Ich hab ich habe einige Rückmeldungen und das höre ich auch immer wieder, wenn ich über das definierte Herz, das definierte Ego spreche, über diese Willenskraft, diese Power, die dahinter steckt, immer wieder auch Anschriften bekomme von Menschen, die ein definiertes Herz haben und es nicht spüren.
Danke, dass so, du es reinbringst. Genau, also das würde ich gerne nochmal mit reinnehmen, weil ich Mach weiß, das wird mit Sicherheit wieder eine Frage unter deinem Podcast oder bei mir im YouTube-Kanal werden sonst, aber ich habe auch ein definiertes Herz und ich merke das gar nicht. Dadurch, dass wir so wenig definierte Herzen haben, ist halt, das ist eine Kraft, die schon als Kind sehr unangenehm, unbequem werden kann. Das sind Kinder, die wollen halt, ne? Mhm. Und wir kennen alle den Satz, Kinder, die was wollen, kriegen was. So, auf die Bullen, so hieß das bei uns immer früher, ne? Also, du darfst nicht wollen, du musst bitte sagen und danke sagen und du möchtest und du willst nicht. Und dadurch werden Kinder halt schon recht frühzeitig, deswegen bin ich auch immer so gerne mit Kindern und Eltern unterwegs, recht frühzeitig unterdrückt in der Kraft ihres Herzens. Und diese Energie von ich stehe auf der Bühne und ich ziehe 1500 Menschen mit, die funktioniert erst dann, wenn definiertes Herz wieder voll in seiner Power ist. Mhm. Also auch definierte Zentren können ja konditioniert werden im Sinne von, du bist too much, fahr dich runter. Also die dimmen so ein bisschen das Licht, dass sie ein bisschen so unterm Radar verschwinden. Während wir undefinierten immer nach, ich bin nicht genug und nach mehr suchen, so definierte nach weniger. Das heißt, nicht erschrecken, wenn du jetzt hier sitzt und hast ein definiertes Herz und hörst hinzu und denkst, wie? Definiertes Herz kriegt alles, was es will. Ja, dafür musst du aber erst wieder lernen, was will ich eigentlich? Genau. Und diesem Willen auch folgen. Also ja. Die Kraft ist da, aber viele, also das ist meine Erfahrung, viele, viele definierte Herzen leben es nicht. Und wenn sie es dann irgendwann leben, also das ist halt das, was ich in der Coaching-Szene dann beobachte, ist dann dieses so und dann brettern sie es so raus. Völlig also ich weiß nicht, ob ihr das kennt, für mich war das immer einer der Sätze im Coaching, den ich mitgenommen habe und den ich heute so mit definierten Herz ist dieses no matter what. Geh für deinen Weg, no matter what. Das ist so richtig definierte Herzenergie. Und das ist aber für ein undefiniertes Herz halt total kontraproduktiv. Yeah. So, wir sind nicht no matter what, also spielen auch noch andere Sachen im Design mit, aber ich glaube, hier ein Gefühl dafür zu kriegen, okay, pack die Power wieder aus, wenn du definiert bist, aber sei trotzdem 18, damit da draußen sind 65% der Menschen, die das trotzdem niemals so fühlen können wie du. Ja. Yeah. So, also auch dieses, da sind wir wieder bei, mach den anderen nicht falsch dafür, dass das nicht hat. Genau. So wie wir nicht falsch machen dafür dürfen, dass sie es haben, weißt du? Also diese Verurteilung von so, oh, die High-Price-Coaches sind alle. Ich hatte auch so Phasen, wo ich das sehr verurteilt habe und habe dann aber irgendwann für mich nochmal so hinterfragt, also aus dieser Beobachterrolle heraus, das funktioniert ja nur, weil beide Seiten sich nicht leben und unbewusst. Ja, ja. Die eine Seite. Ja, genau. Ja. Und da gibt's so, ich weiß nicht, ich stelle mir vor, du hast dich auch mit RAS-Materialien beschäftigt. Genau, da gibt's so ein paar spannende Szenen, in denen er einfach sagt, naja, das ganze Geld verdienen basiert auf Konditionierung. Also ne, du machst Geld mit Energien, die noch nicht ins Reine gebracht sind, in Anführungszeichen. Und da kommen wir hin. Und ich meine, wenn wir da anfangen, dann dürften wir wahrscheinlich alle nur still da sitzen und präsent sein und in die Liebe gehen und hoffentlich uns auflösen in Licht und Liebe. Aber wir sind ja auch Menschen auf der Erde, ne, in Dualität und in Polarität. Ja, danke, dass du es reingebracht hast. Das ist ein wichtiger Punkt, auf jeden Fall. Genau. Also, dass einfach beides da ist, da sein darf, dass es in beide Richtungen eine Herausforderung sein kann, dass auch die definierten Ego- oder Herzzentren ihre Herausforderungen haben, ne, wenn sie diese Kraft eben, die da fließt, nicht leben oder unterdrücken mussten. Mhm. Ne? Was ja furchtbar ist. So wie wenn ein sakrales Wesen, also du als Generatorin, so diese Lebensfreude, dieses Sprudeln, diese Lust irgendwie als Kind unterdrücken musste. Also mir ging es zumindest so. Ich weiß nicht, was du erfahren hast. Aber ich musste das zurückhalten oder wurde einfach von Gleichaltrigen da abgewertet. Ne? Mhm. Und das ist ähnlich. Wenn ich diese Kraft zurückhalten muss, ist auch nicht schön. Ja. Das zweite Zentrum ist das Identitätszentrum und ich habe da echt krass viel geforscht, weil ich nämlich mich immer auch mit meinen Produkten und mit meinem Business identifiziert habe. Also es gibt ja ganz oft diese Ansage, du bist dein Business, ne, du bist dein Produkt und ich habe mich da ziemlich stark von gelöst, gerade ganz speziell letztes Jahr, also das hat auch echt lang gedauert, muss ich sagen, trotz der Kenntnisse. Also Human Design zu wissen bedeutet nicht gleich, ich habe das alles voll im Griff, sondern es ist echt eine Reise, das anzuwenden, das umzusetzen, das zu erleben, das zu integrieren. Da habe ich meinen persönlichen Trigger, wenn jemand
einmal in ein Human Design Training geht und dann andere lehrt, da kriege ich die Krise. Aber das ist mein Thema, weil ich mir denke, wow, es braucht einfach echt ein bisschen Erfahrung. Wie sind denn diese Menschen mit dem Profil, mit dem Zentrum, ohne das Zentrum? Ne? Und genauso habe ich einfach jetzt wirklich jahrelang mit dem Identitätszentrum geforscht. Also manchmal wird es das G-Center genannt oder selbst. Gestern Abend hat einer das selbst genannt. Das stimmt alles. Wo es um Richtung geht, wo es um das Empfangen und die Kraft, die in die Richtung fließen darf, geht. Also da denke ich gerade speziell an Tor 1, Tor 2. Wir haben einige Tore der Liebe im Identitätszentrum, ne, die Liebe zum Selbst, Liebe zur Menschheit, die universelle Liebe, die Liebe zum Körper. Ganz spannendes Zentrum. Und also jedes Zentrum hat seine Besonderheiten. Und da war das so, diese Erkenntnis, diese große mit nicht definiertem, ich darf, genau. die mögen dich, die melden sich halt oft. genau, sind drei Stück und ein Baby im Kommen gerade. Dass ich eben nicht mein Business bin, ne? Und dass das so wandelbar ist und dass ich auch wandelbar bin, dass ich zum Beispiel auch verschiedene Freundeskreise habe und überall da auch irgendwie klarkomme. Und das ein Bild, das für mich sehr gut funktioniert, ist, dass das nicht definierte Identitätszentrum wie so ein Schiff ist, das immer mal wieder an verschiedene Hafen andockt und mal auf See ist und dann mal wieder eine andere Fahrt nimmt und mal mit anderen Schiffen zusammengeht. Und das definierte Identitätszentrum, und du kannst ja gerne noch was dazu sagen, wie du das erlebst, ist für mich viel mehr so, da ist viel mehr solide Kraft oder Klarheit im Sinne von, das bin ich und Punkt. Ja? Oder das ist meins und Punkt. Ja? Also viel stärker, als es bei mir ist. Ja. Und dann gibt es diesen, ich weiß nicht, ist auch ein Buch, meine ich, von Jim Rohn, so diese, du bist der Durchschnitt der fünf Menschen, die dir am nächsten sind. Habe auch schon mal einen Post drüber gemacht. Ja, und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich kann sagen, für offene Identitätszentren ist es ultra wichtig, mit was für Menschen sie abhängen. Ja? Ja. Und ich habe gemerkt, also wenn ich zum Beispiel mit Menschen, die auf, die wirklich, ne, wo ich merke, die setzen was in Bewegung, die haben Lust, die sind bei sich, die sind präsent, die sind achtsam, dann entfaltet sich diese Energie in mir. Bin ich mit unachtsamen Menschen, mit schweren Energie zusammen, dann geht mein System dahin, ne, oder ist er sehr stark beeinflusst. Und das ist so spannend, das zu beobachten. Mein Eindruck ist, dass das weniger stattfindet, wenn du da definierte Energie hast. Und dass du wirklich darauf achten darfst, ich war vor 2 Wochen auf einem Workshop im Erzgebirge und habe von einigen dann das Human Design auch angeschaut und dann war das so, boah, ja, alles klar. Und es war so spannend zu beobachten, dass die Menschen, die definiert im Ego und im Identitätszentrum sind, dass die einfach, ne, die kamen da mit einer krassen Klarheit rein und alle, die da offen waren, haben dann irgendwie jeden Tag ansatzweise so eine andere Richtung aufgeschnappt oder haben sich einfach auch bewegen, lenken lassen und dann war das so, ah, spannend, wie die da mitgehen. Heute denken sie, sie sind das, morgen denken sie, sie sind das, heute denken sie, sie müssen das machen, morgen denken sie, sie müssen das machen. Und dann habe ich zum einen oder anderen gemeint, ey, entspann dich. Fühl da rein, was da deins ist, was da nicht deins ist, ne? Und lass das auf dich wirken, aber lass dich nicht irgendwie davon in Anführungszeichen beeinflussen oder spür einfach hin, bist es wirklich du, ne? Inwiefern ist es deins? Und da kommen wir in deinen Posts zu dem großen Thema, was verkaufe ich für Produkte? Was baue ich für Coachings auf? Wie präsentiere ich mich? Was ist meine Art von Business? Was ist meine Art von Interaktion mit den Menschen? Wie positioniere ich mich? Und wenn ich in ein Programm reingehe von jemandem, der definiert ist, vielleicht gerade noch in beiden Zentren, dann schnappe ich natürlich, wenn ich offen bin, wenn ich nicht definiert bin, diese Energie sehr schnell auf. Ja. Und ich mag dich einfach mal fragen, aus deinen Posts heraus auf Instagram, aber auch in deiner Lehre, in deiner Erfahrung, was sind da die großen Challenges, wo die Leute teilweise in die Pfütze treten, ins Fettnäpfchen reintreten und sich vielleicht mehr Stress und Ungutes aufhalsen, selbst aufhalsen, als notwendig ist. Ja.
Ich finde auch, das ist ein Zentrum, was viel, viel Achtsamkeit und Bewusstsein braucht. Und wenn ich in meinen Teachings gehe, dann ist immer einer der ersten Sätze ist, und ich habe es auch in den Posts immer wieder geschrieben, ist meine Wahrheit, ist mein Weg. Überprüfe für dich immer, ob das mit dir in Resonanz geht. Ja, also nur weil ich das sage, heißt das nicht, dass das für dich genauso sein muss. Und das ist ganz wichtig, weil ich bin definiert im Selbst. Für mich ist das dann auch so. Ich habe auch noch ein definiertes Aschna. Also wenn ich dann was weiß, nicht was weiß, weiß ich was. Und dann kann mich auch schwer jemand irgendwo anders hinlenken. Aber ich weiß eben um die Energie des anderen. Und das meine ich mit Bewusstsein und Achtsamkeit auf beiden Seiten schaffen. Ich darf bewusst damit umgehen, dass nicht jeder seinen Weg so straight kennt wie ich. Und kennen heißt nicht, ich weiß, wo ich in 10 Jahren stehe. Keine Ahnung, als Generatorin muss ich das auch nicht wissen. Das ist für mich auch ganz befreiend. Ich kann davon loslassen. Aber ich schipper irgendwie, wie du schon sagst, immer so, ne, vielleicht mal eine kleine Kurve, mal, aber ich schipper immer so in die gleiche Richtung irgendwie. Also es ist alles stimmig, was in den letzten Jahren für mich passiert ist, baut alles aufeinander auf und führt mich irgendwo hin. Keine Ahnung, wohin, aber der Weg ist nämlich klar. Und ich habe so ein tiefes Vertrauen. Ich glaube, das ist das, was dieses definierte Selbst ist, dieses tiefe Vertrauen. Ich finde meinen Weg schon. Ja. Ich finde mal, also ich, keine Sorge. Also ich weiß, meine Eltern, meine ganze Familie, Tante, Onkel haben damals immer gesagt, dieses Kind ist verloren, die wird irgendwann mal im Knast auf der schiefen Bahn landen. Ja. Weil ich so völlig nach der Schule abgebrochen, keine Ahnung, was ich werden wollte, hier eine Ausbildung angefangen, da wieder abgebrochen, da nur Blödsinn gemacht, falsche Freunde, also falsche Freunde in Anführungsstrichen. Habe mich unheimlich viel ausprobiert. Und alle hatten damals so dieses so, aus der wird nichts. Das wird nichts. Und ich war immer so, nee, ich brauche das gerade und ich komme schon irgendwann wieder auf die Füße. Und es war auch so. Also ich bin wieder auf die Füße gekommen. Das war so ein Vertrauen zu wissen, hier ist mein Weg. Ich habe auch noch den 14-2-Kanal, so, ne, der Kanal des Beats, dieses so, hey, richtungsweisend, einfach straight meinem Sakral zu folgen und dann funktioniert es auch für mich. Ja. Aber Bewusstsein damit zu haben, das ist nicht für jeden so. Und was ich beobachte in der Coaching-Welt bezüglich dieses Zentrums, ist dieses Copy-Paste-Thema. Oh ja. Diese undefinierten G-Center werden halt einfach immer zu ihrem Coach. Also das ist so, es gibt so Coaches, wo Leute drin sind und ich, ohne dass ich weiß, dass sie bei diesem Coach sind, ich sehe es. Ja. Also schon ganz offen, mittlerweile frage ich halt einfach ganz frech. Bitte sag das nochmal. Jawohl, weißt du das? Genau, ultra wichtig, dieses Copy-Paste. Sorry. Ja. Ja. Ich weiß es. Also man sieht es. Und das halt, also ein undefiniertes G-Center ist da halt so schnell in diesem, also ich sage mal, wenn du das mit diesem, das Bild ist schön mit den Schiffen, ein undefiniertes G-Center fährt mal hier lang, fährt mal da lang, fährt mal dem hinterher, fährt mal dem hinterher und ist auch fein. Und manchmal sind sie halt so, also in diesem, wer bin ich eigentlich? Wo geht's für mich hin? Also diese Angst, also da kommt dann eben dieses Nicht-Selbsthoch, dieses so, oh Gott, ich weiß nicht, wer ich bin, ich Gott, ich weiß nicht, wo es für mich hingeht. Also hängen sie sich hinten an ein Schiff dran, definiertes Schiff hinter, und fahren immer im Windschatten. Die kommen aber auch nicht dran vorbei. Also das kann nicht funktionieren, weil sie gar nicht in ihre Größe kommen, weil sie immer im Windschatten des anderen stehen. Aber sie sind halt dann so eine, ich sag mal, abgeflachte, und ich meine das nicht böse oder bewertend, aber so eine abgeflachte Kopie des Schiffes, was vor ihnen fährt. Ja. Und ich glaube, das Geschenk in diesem undefinierten G-Center ist ja eigentlich eher diese Wandelbarkeit, diese Flexibilität. Ich sage mal, ich bin sehr unflexibel. So, das ist so, auch kein Nachteil, das bin halt ich. Genau. Ich für mich finde es auch super, weißt du? Also ich lasse mich da auch nicht verbiegen. Aber ich weiß halt, mein Mann zum Beispiel auch ein undefiniertes G-Center, ist auch in der Partnerschaft ganz, ganz wichtig zu wissen. Der hat am Anfang einfach, ist der immer mir gefolgt. Als ich das wusste, konnte ich anfangen, ihn ein Stück weit immer wieder auch aus meiner Energie rauszunehmen, dass er nicht meinen Weg geht, sondern seinen findet. Weil er sonst so völlig sich in mir verloren hat. Das sind dann oft so in den Partnerschaften diese Thematiken von, ja, Schatz, mache ich. Ja, ist okay. Ja, also, ja, geht ganz schnell. Undefiniertes G-Center. Mag das definierte G-Center aber gar nicht. Ich finde es mal ganz furchtbar, wenn mir jemand immer recht gibt. Auch wenn ich recht haben will. Aber es ist eher so dieses Bewusstsein zu erschaffen, hey, du bedarfst flexibel sein, du darfst dich wandeln, du darfst dich jeden Tag anders fühlen, anders sein, jeden Tag einen neuen Weg auch für dich einschlagen. So, das sind ja auch super Schauspieler. So, ich liebe zwar Reels machen, aber ich bin immer die gleiche in meinen Reels. So, man sieht immer das Steffi. Und es gibt ja so Reels, so Menschen, wo man denkt so, krass, die sind so wandelbar. Die sehen in jedem Reel anders aus.
Weil die können sich halt so in diese Rolle so richtig reinversetzen, die verkleiden sich dann noch so und du musst halt dreimal hingucken, wer ist das? Wird es bei mir nicht geben. Also du würdest immer sehen, dass ich das bin, wenn du mich siehst. Oder du liest in meinen Texten immer, dass ich das bin, weil das immer so ein bisschen die gleiche Grundenergie dahinter trägt. Yeah. Weil das bin halt einfach ich und das kann ich nicht ablegen. Yeah. Was aber nicht heißt, dass ich nicht anpassungsfähig wäre. Ich sage mal, ich war in meiner Jugend sehr anpassungsfähig, aber aus einer, also ich sage mal, das Undefinierte kann sich anpassen aus freien Stücken, aus, hey, ich habe da Spaß dran, ich kann hier so und da so. Und für mich war es eher ein, ich, da sind wir wieder beim, alles was definiert ist, unterdrücken wir. Ich drück meine Energie weg, weil ich will dazugehören. Das ist ein bisschen mein undefiniertes Solarplexus, People Pleaser, ne? So, ich mag gern Teil von einer Gruppe sein und bitte habt mich alle lieb und ne, so. Also habe ich ganz oft mein Selbst unterdrückt. Das tut richtig, richtig weh, sage ich dir. Das tut richtig weh. Und dann rutschst du auch ständig irgendwie ab und merkst so, ey, ich bin hier aber echt nicht korrekt. Also du merkst es eigentlich. Du weißt es. Und ich glaube, ihr wisst es nicht so richtig. So, bin ich jetzt korrekt oder bin ich jetzt nicht korrekt? Und ich weiß, als mein Partner und ich zusammengekommen sind, war zum Beispiel ein großes Thema zwischen uns. Da war Human Design gerade so in mein Leben gekommen. Deswegen konnten wir es relativ schnell ebnen, dieses Thema. Aber es war so, ich kann nicht mit jedem. Ich bin definiertes Selbst, ist ja auch so ein bisschen, ich habe Menschen, mit denen kann ich nicht. Ich meine, die 6 unterstützt es noch und die 4 auch, aber ich kann nicht in jede Gruppe rein. Und ich bin dann runtergezogen vom Norden Deutschlands so runter in den Süden zu meinem Freund. Und er ist halt hier überall dabei, ne? In jedem Verein, in jedem Vorstand, hier, da rechts, links, der ist überall, macht er mit, da Grüppchen, der hat ganz viele verschiedene Freundeskreise und er ist halt überall jemand anders. Wir gehen mit den Leuten weg, ist er jemand anders, wie wir mit den Leuten weggehen. Also er passt sich immer dem Umfeld an und das war vom Anfang für mich, ich habe ihm wirklich zeitweise Vorwürfe gemacht, ich gesagt, du bist nicht echt, wie kann man nur so... Wie kann man sich ständig immer den Leuten von Mund reden und alles, was du sagen, ist richtig und du spinnst doch. Und also ich fühle ihn. Ich immer so Streit, in Anführungsstrichen, wir streiten selten, aber das war so ein Thema, das habe ich nicht verstanden. Ich habe es nicht verstanden, weil ich konnte eben nicht mit jeder seiner Gruppen. Kann ich bis heute nicht. Heute können wir da halt einfach fein mit sein. Er geht mit den Leuten, er geht mit allen und ich gehe halt nur mit denen, wo ich weiß, klappt, ist korrekt für mich. Und wenn ich nicht will, mit. Ja. So, und das ist okay für uns, weil wir eben auch um den Design wissen. Aber das war zum Beispiel auch so ein Moment, wo ich erst geschnallt habe, was es bedeutet, auch in einer Partnerschaft. Und das gilt auch für in einer Partnerschaft zwischen Coach und Coachee. Ja. Was passiert da? Also du verlierst ein Stück weit, als Undefiniertes verlierst du ein Stück weit so diese Offenheit und wirst dann ja zu dem, wer du bist. Und hier geht es nicht darum, dass das falsch ist, sondern es geht eher darum, Bewusstsein zu haben, um halt wieder aussteigen zu können. Ich nehme das mal für ein Stück mit, so wie mit dem definierten Herzen. Ich nehme ein Stück die Willenspower mit, aber ich weiß, es ist nur geborgt, ich steige wieder aus. Ich darf meinen eigenen Weg finden. Und der darf sich jederzeit verändern beim Undefinierten. Ja. So, während ich mir jetzt wurscht, wo ich bin. Ja. Kann halt dann einfach nicht mitgeben. Ja, genau. Ich mag da gerade auf dieses Thema bei Coachings noch drauf eingehen. Und zwar so ein Klassiker, das habe ich teilweise gemacht, aber es hat sich für mich nie stimmig angefühlt und ich weiß auch inzwischen einfach warum, ne? Ich bin da undefiniert und manchmal werden in Coaching-Programmen oder in Gruppen ja auch irgendwelche, ich sag mal jetzt nicht die Archetypen aus den Sternzeichen oder die Archetypen aus der Männerarbeit, sondern irgendwelche Archetypen definiert, ja, und dann wird in der Session reingefühlt und dann sind da 50 Leute drin und jeder geht an dem Abend mit seinen Archetypen raus und würdest du die in 5 Tagen nochmal fragen, hat wieder jeder von den undefinierten anderen Archetypen, kriegst in 5 Tagen, kommt der dritte Archetyp und dann sind die voll durcheinander, ne? Und ich habe es am Anfang mitgemacht und ich dachte mir so, das stimmt nicht, und dann habe ich irgendwie nochmal rein, wieder andere Archetypen, ich dachte mir, nee, das kann ich nie mitgehen. Ja. Also einfach auch zu wissen, was sich relativ lang gehalten hat, sind bei mir schwarze oder blaue T-Shirts. Ja? Aber ansonsten, meine Garderobe ändert sich, meine Schuhe ändern sich, es ändert sich irgendwie, wobei da bin ich nicht so extrem, aber ich lasse es immer mehr zu, meine Posts. Und vor ein paar Jahren hatte ich ein Business, das hieß komplett anders, andere Farben. Und das ist auch so, Wohnort verändert sich, Business verändert sich, Style verändert sich, Aussage verändert sich. Natürlich bleibt im Kern die gleiche Kraft und die gleiche Wahrheit, ja. Aber nach außen verändern sich so viele Dinge und damit okay zu sein, während zum Beispiel deine Richtung vielleicht oder sehr wahrscheinlich viel länger, sehr viel klarer, sehr viel konstanter ist, ne?
immer mit okay zu sein, boah, das bin jetzt gar nicht mehr ich. Ich habe vor einigen Tagen von einer Amerikanerin gesehen, die hat ihr komplettes oder einen Teil ihres großen Businesses, also einmal komplett umgedreht, undefiniertes G-Center. Und das war so, ja genau, alles klar. Und jetzt geht's in die, ne, das Boot fährt und zack, geht's in die andere. Genau. Und das ist einfach, das zu wissen, damit okay zu sein und zu sagen, ja, das bin ich. Und du hast vorher gesagt, wir wissen manchmal nicht so, sind wir jetzt das oder sind wir das oder das. Und das ist genau die Energie. Aber da drin zu bleiben und damit okay zu sein und zu sagen, heute habe ich Bock, mich total schick anzuziehen und wegzugehen. Morgen habe ich einfach nur Lust auf T-Shirt und irgendwie zerrissene Jeans. Und es muss nicht irgendwie immer der exakt gleiche Style sein, sondern einfach die Wandelbarkeit. Ne? Und so wie du von deinem Mann auch gesprochen hast, ich kenne das von mir mit diesen Freundeskreisen. Und wenn ich Partnerinnen hatte mit definiertem G-Center, dann war mir das teilweise immer unangenehm so, weil ich dann auch von mir dachte, die denkt bestimmt, ich bin total fake. Weil heute bin ich so, morgen bin ich so, übermorgen bin ich so. Ja. Was ist denn das für ein Clown? Was ist jetzt für ein Schauspieler, ne? Genau, wer ist er aber, eigentlich? Genau. Ja, aber das ist halt die Energie und damit einfach voll okay zu sein. Ich mag mal den Bogen ein bisschen, den Kreis ein bisschen zurückführen zu der großen Frage auch, wenn ich jetzt nicht definiert bin im Ego, wenn ich nicht definiert bin im Selbstzentrum, wie schlägst du vor, mit Preisen oder Bepreisung umzugehen? Wie schlägst du vor, mit Programmen umzugehen? Wie schlägst du vor, wenn ich das in dem Rahmen fragen darf und du ein, zwei Sätze dazu sagen möchtest? Ich weiß, wir gehen schon ziemlich tief. Wir müssten eigentlich einen PayPal-Spende-Button unter unserem Podcast hinbauen für die Tipps, die wir geben. Aber ich stelle mir vor, du sagst, was du sagen möchtest. Ja. Also was sind einfach so zwei, drei Sachen, die du den Menschen, die zuhören, die zuschauen, mit an die Hand geben möchtest, wenn jemand da nicht definiert ist in den zwei Zentren? Mhm. Also ich finde es grundsätzlich immer sehr schwierig, so Pauschalaussagen zu treffen. Ja, gehe ich mit dir mit. Gibst du mir wahrscheinlich recht. Ja. Aufgrund von nur zwei Zentren, wir bestehen ja einfach aus so viel mehr. Und natürlich ist es relevant, wie sieht der Rest von deinem Design aus und was für Lebensaufgaben hast und. Sei dahingestellt, aber also ich denke halt einfach, das sind zwei Zentren, die gerade im Coaching-Bereich, wo viel, viel Achtsamkeit da sein sollte, gerade wenn du da offen bist, wenn du draußen andere beobachtest, die vielleicht straight ihren Weg gehen. Ne? Ich sage immer, so ein definiertes G-Center hat so ein Branding, so ein geiles Branding und du siehst es und denkst so, wow, cool, ich will auch ein Branding als undefiniertes G-Center und übermorgen magst du die Farben aber nicht mehr, die du in deinem Branding aufgesucht hast. Ja, es ist okay. Also ne, ich glaube, es geht undefiniert geht immer um Erlaubnis. Erlaube dir, jeden Tag auch anders zu sein. Erlaube dir, jeden Tag anders zu wählen. Also ich finde, es sind ja trotzdem nochmal zwei so unterschiedliche Themen in den jeweiligen Zentren. Wie gesagt, es geht ja im Ego eher um dieses materialistische Preisfindung. Wo will ich hin? Was heißt Erfolg für mich? Ne? Also definiere Erfolg im undefinierten Ego. Geht nicht, du wirst es immer definieren anhand dessen, was du draußen siehst. Ja. Weil du in dir das gar nicht verspürst. Also ich sag mal, ein undefiniertes Ego braucht das alles nicht. Ja. Dieses ganze Geld und brauchen wir nicht. Ja. Aber wir sehen es draußen und wir wollen ja das, was wir nicht haben, also suchen wir nach dem, die es haben und versuchen das irgendwie darzustellen. Also es geht egal wie, es geht immer um, sei bewusst, erlaub dir immer wieder zu hinterfragen, Strategie, Autorität, wir kommen, glaube ich, immer wieder, ich sage, schule ich das immer wieder, egal wie tief ich im HD bin, schule immer wieder Strategie und Autorität, weil es ist einfach die Base für dich, wenn du deine Strategie vertraust, wenn du deiner Autorität vertraust und hier eben nicht impulsiv aus den Nicht-Selbst-Themen deiner undefinierten Zentren heraus entscheidest, dann wirst du ja du sein, auch in deiner kompletten Offenheit. Und ich glaube, also Coaching, der Markt darf sich wandeln. Also ich glaube, es gibt gar nicht den Tipp für die Undefinierten, sondern es braucht das Bewusstsein auf beiden Seiten und der Markt muss sich wandeln, so wie sich ja auch unsere gesellschaftlichen Systeme wandeln müssen, unser Bildungssystem für die Kinder. Mhm. Es geht nicht all for one. Und wir machen aber all for one. Wir machen auch in der spirituellen Coaching-Welt, haben wir einfach ein neues Glaubenskonstrukt gemacht. Ja, wir nehmen irgendwelche alten Sätze, irgendwelche alten Phrasen, die irgendwann Buddha mal gesagt hat oder die Osho reingeschmissen hat oder wer auch immer und machen da irgendwie unser Ding draus.
Und dann gilt das für alle. Dann ist das ein universelles Gesetz. Ich kann es ja nicht mehr hören, Entschuldigung. Aber es ist so, es gibt kein universelles. Es gibt nur deine Gesetze in deiner Welt. So, weißt du, wenn du dein Design kennst. Und das zu erkennen, das zu entdecken und wie du sagst, so eine Reise. Und ich, am Anfang war es so, boah, Human Design ist voll umfangreich und es dauert ja ewig. Und ich mochte es immer gern schnell, ne? Ungeduld, Generator, sechste Linie. Ich bin sehr ungeduldig. Mittlerweile ist es für mich so ein Genuss, in dieses Experiment reinzugleiten und da immer wieder auch auszuprobieren und zu gucken, hey, funktioniert das so für mich? Und vor allem, also vielleicht nochmal so als Tipp für Undefinierte, macht euch nicht falsch dafür, wenn ihr doch wieder reingestiefelt seid. Ja. Es ist okay, wir werden unsere Nicht-Selbst-Themen niemals los. Wir werden nur ein Bewusstsein dafür schaffen und immer schneller spüren, ob es korrekt ist für uns oder nicht. Und auch ich stiefel immer noch. Ich buche immer noch manchmal Sachen, wo ich dann im nächsten Moment, wenn ich es bezahlt habe, denke, nicht dein Ernst. Why do you do this? Und das ist dann so ein Moment, also dann ja, also ich bin mittlerweile an einem Punkt, wo ich ganz klar wieder aussteige. Und da sind wir wieder beim undefinierten Ego. Früher hätte ich durchgezogen, bezahlt ziehe ich durch. Weißt du, im Restaurant. Teller habe ich bestellt, ist voll, muss ich aufessen. Genau. Nein, mache ich nicht mehr. Lass ich stehen. Wenn ihr satt, dann satt. Und wenn ich was gebucht habe, was wo ich merke, doch nicht, dann trete ich zurück. Entweder habe ich Glück und ich kriege das Geld wieder oder eben nicht. Aber da sind wir wieder beim, ein undefiniertes Ego geht es nicht ums Geld, dann lasse ich das los. Aber ich zwinge mich dann nicht durch dieses Coaching oder dieses Teaching. Also ich habe da auch schon eine Menge Lehrgeld bezahlt, sage ich mal so, weil ich es dann erst zu spät geschnallt habe. Aber trotzdem ist es für mich viel befreiender, in dem Moment es dann trotzdem loszulassen. Ja. Statt dann durchzuziehen. Das ist halt so dieses, ne? Durchziehen können definierte Egos. Ja. Undefinierte sollten sich erlauben, nicht immer durchzuziehen. Und auch zum Beispiel mal so ein Programm zu buchen. Und wenn ich merke, so, okay, der erste Teil war jetzt gut, jetzt bin ich hier aber durch. Also jetzt ist fein. Dann zieh doch nicht den zweiten Teil auch noch durch. Manchmal braucht dein System vielleicht nur die Hälfte dieses Programms oder dieses Coachings oder dieses Teachings. Und wir sind halt immer so schnell in diesem, ich ziehe das durch beide. Also das undefinierte G-Center dann ja im Sinne von, aber ich muss ja da, nur dann finde ich meinen Weg, wenn ich das jetzt bis zum Ende mache. Und das Ego aus dem, ich bin nichts wert, wenn ich es nicht bis zum Ende mache. Ja. Ich finde es mega wertvoll, was du gerade gesagt hast, und ich mag nochmal hervorheben, so diese Selbsterlaubnis, ne? Also einfach damit fein zu sein, wie du bist als Mensch, dass das ein Teil von dir ist, auch in die, vielleicht teilweise in eine Vergebung zu gehen, zu sagen, scheiße, jetzt habe ich das gebucht und war vielleicht doch falsch, oder also falsch im Sinne von, war in dem Moment richtig, ist jetzt gerade nicht mehr richtig. Und dann auch wirklich, also das ist was, was ich ganz stark den Menschen beibringe. Und ich habe das Gefühl, das ist für dich auch eins der Top-Themen, in die Verkörperung zu gehen, im Sinne von, das fühlt sich jetzt nicht mehr richtig an und ich stehe zu dem, was ich gerade fühle, und ich drücke das aus und vielleicht muss ich dann einfach eine Entscheidung treffen und sagen, ich habe da jetzt gerade ein Nein. Ne? Und also in meiner, in Anführungszeichen, in meinem Selbstexperiment, in meiner Verkörperungsreise waren so wirklich Gamechanger, dass ich immer krasser, immer radikaler meine Neins ausgesprochen habe. Ja. Und also in meinem Fall, ich habe ein Tor im Sakral mit der Milz verbunden und ich habe einfach zu ganz vielen Dingen einfach ein Nein. Ne? Und das habe ich früher nie gemacht. Und vielleicht, wenn ihr jetzt das anschaut, das Video und uns zuhört, dann ist ein Riesending, was ihr mitnehmen könnt, wirklich auf den Körper zu hören und zu lernen, was sind die Signale des Körpers. Und ich vertraue da jetzt meinem Gefühl und meinen Signalen des Körpers und mag sagen, wenn du da tiefer gehen möchtest, natürlich könnt ihr euch auch bei mir melden, aber jetzt war ja die Steffi im Podcast und im Video. Ich stelle mir vor, du hast mega geniale, also zumindest aus den Empfehlungen, die ich kenne über dich oder zu dir, weiß ich das, und ich habe ja in deine Bücher schon reingeschaut, gerade wenn Eltern zuhören und gleichzeitig, wenn ihr da tiefer gehen wollt, du hast mega geniale Angebote. Ich habe es mir auch auf deiner Webseite angeschaut und ich würde in den Kopf gehen, wenn ich mir das alles durchlesen würde und sagen würde, ja, das ist stimmig. Wenn ich nicht in den Kopf gehe, sondern einfach meinem Gefühl folge, was für mich total richtig ist, ne, und was ich immer mehr Menschen empfehle, dann mag ich einfach sagen, ich mag deine Energie voll. Und
ich glaube auch, wie du lehrst, wie du beibringst, wie du erzählst, wie du teilst. Die Sechserlinie, die natürlich auch so ein bisschen dieses Vorbild, dieses Voranschreiten, diesen Weg ebnen, diese Weite aufmachen in sich trägt, dass es mit Sicherheit mega spannend ist, in deine Programme einzusteigen und von dir zu lernen, von dir mitzunehmen und auch mit dir irgendwie connected zu sein, ne? Nur die Qualität deiner Viererlinie. Ich habe das mehr genossen. Ich weiß nicht, ob in dir noch irgendwas brodelt, was du mitteilen möchtest. Ich mag dir auf jeden Fall den Raum dafür geben, falls es so ist. Und ich finde es aber mega schön, was du heute mitgeteilt hast. Bin da voll dankbar und in der totalen sakralen Freude und wünsche mir natürlich, dass es viele Menschen erreicht und den einen oder anderen in diese Bewusstheit, in diese Achtsamkeit auch führt. Vielen, vielen Dank. Danke von Herzen für deine Worte. Berührt mich gerade sehr. Und ja, also ich liebe einfach Human Design. Ich sage mal, es hat mich in den letzten Jahren, ich verschmelze damit. Ich glaube, das ist ja genau diese Thematik. Es ist nicht Human Design der Heilige Gral, aber es ist so ein Thema, was mein Sakral halt immer und jetzt schon über Jahre wirklich anzündet. Ja, ich glaube, deswegen kann ich auch so lehren, wie ich lehre. Ich bin halt auch jemand, der immer sehr alltagsnah lehrt, also immer mit Geschichten verknüpft. Und mir ist auch wichtig, dass es immer auf diese Körperebene kommt. Also ich arbeite mit Breathwork, mit Meditation, mit Frequenzen, um halt nicht nur hier oben das in den Kopf zu kriegen, sondern tatsächlich auch den Körper mitzunehmen. Weil also am Ende des Tages ist Human Design ja dazu da, um uns in unseren Körper zurückzubringen. Auch wenn wir über den Verstand einsteigen in das System, ist das ja nicht das, was Human Design will, sondern es will, dass wir ganz klar wieder zu unserem Körper zurückfinden und diesem Körper vertrauen, weil er ist, der die Weisheit in sich trägt. Ja. Nichts anderes. So. Und ich glaube, das ist so das, was ich auch lehre, und trotzdem sage ich auch immer, ich bin nicht für jeden, so wie nicht jeder für mich ist, und jeder darf immer so ein bisschen Resonanz gehen mit dem, was er fühlt, und schauen, welcher Lehrer passt auch einfach zu mir. Manche brauchen auch, eine Einserlinie braucht manchmal so ganz fundiertes Wissen. So, also ich meine, ich weiß schon viel, aber ich bin halt, wie gesagt, sehr bildlich immer in allem, was ich tue, und auch meine sarkastische Art ist nicht für jeden, und das ist auch fein, und ich bin da total glücklich mit, dass ich weiß, welche Menschen in mein Feld kommen und welchen Menschen ich zusammen sein darf, und lade natürlich immer jeden herzlich ein in meine Welt. Und möchte aber auch hier gerne an der Stelle nochmal auf dich zurückverweisen. Also wir kennen uns nicht lange, aber ich habe jetzt die letzten Tage auch deine Storys ein bisschen verfolgt, und ich sehe, du machst gerade so eine kleine Reihe zu den Profilen. Ja. Und finde ich mega, mega spannend, weil ja gerade auch, also viele strugglen ja auch gerade immer mit dieser Rolle, ne? Also es ist ja so die Rolle unseres Lebens, welche Rolle dürfen wir auf unserer Bühne einnehmen? Ja. Und diese Profillinien als zusammenzubringen, ist ja wirklich, finde ich, auch manchmal eine Kunst, ne? Also Linie 1 bis 6 zu erklären ist das eine, aber es dann halt im Profil, im Zusammenspiel von Körper und Persönlichkeit auch zu sehen, ist ja echt eine Kunst. Und du machst gerade zu jedem Profil eine Masterclass und auch in Verbindung mit Meditation, habe ich gesehen, ne? Ja, großer Teil davon. Ja. Dass es nicht nur rein wissenstechnisch ist, sondern tatsächlich auch im Körper nochmal zum Fühlen da ist. Also da gerne auch beim Sebastian schauen und gucken, was ihr da findet, ob ihr zu eurem Profil ein bisschen mehr erfahren könnt, finde ich auch mega, mega wertvoll, und du machst es auch zugänglich für alle. Mit dem Preis, also super, mega genial. Und ich glaube, wir haben es nicht das letzte Mal gesehen. Nee, glaube ich auch nicht. Es ist die sakralen Funken sprühen. Auf jeden Fall. Ich glaube, wir hätten dann noch so ein paar Themen, über die wir sprechen können. Ja, ja, die kommen auf jeden Fall. Ja. Hey, vielen, vielen Dank. Sehr, sehr gerne. Und war eine totale Freude. Und ich stelle mir vor, unter unseren Notes werden die Verlinkungen sein, wenn jemand einfach mehr wissen möchte, mehr erfahren möchte. Vielen Dank an dich, Steffi. Vielen, vielen Dank. Und wenn du tiefer eintauchen willst in dein Human Design, dann abonniere unbedingt meinen Kanal und folge mir auch gerne auf Instagram. Schau gerne hier unter dem Video, dort findest du auch ganz viele Links, um tiefer einzutauchen in dein Design.